Hallo, da bin ich wieder, zurück mit einem neuen Video. Ich habe mir heute was gekauft. Ich war nämlich am Kiosk, weil ich gesehen habe, dass die hier schon draußen sind. Beziehungsweise einer von euch hatte das ja geschrieben, dass es schon die Aufkleber gibt, die Sticker. Und ich dachte nur so, wie, was, der Film ist doch noch gar nicht draußen. Wie, warum gibt es die Aufkleber schon? Und dann habe ich mir einfach erstmal 5 Tütchen gekauft. Weil die ja so wunderschön sind. Und ich liebe ja den Film Findet Nemo und Findet Dory. Gucken wir dann nächste Woche. Am 29. gucken wir den im Kino. Müsste wahrscheinlich der Donnerstag sein, weil Donnerstag ist ja mal Kinopremiere. Ich zeige euch die mal hier unten, wie die aussehen. So sehen die aus. Mal wieder in verschiedenen Sprachen. Hier haben wir Französisch. Das sieht aus wie, ich denke mal, Italienisch. Oder so. Oder das. Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir für den Dory auf Deutsch und einmal auf Türkisch, würde ich mal schätzen. Ist aber egal, da sind natürlich trotzdem immer die deutschen Aufkleber drin, wie immer bei Panini. Ich habe noch kein Stickerheft, aber das werde ich mir natürlich auch holen, beziehungsweise ich werde es hoffentlich bekommen, irgendwie. Und dann werde ich die natürlich auch einkleben und richtig ordentlich was auspacken. Aber jetzt erstmal für den Anfang, wo ich diesen Film auch noch nicht kenne, mache ich erstmal auf, weil ich werde wahrscheinlich auch die ganzen Charaktere noch nicht kennen. Vielleicht aber ja auch schon ein bisschen, weil ich habe ja auch die Ü-Eier ausgepackt. Hm, könnte auch sein, ne? So, wen haben wir denn hier? Ah, die habe ich in den Ü-Eiern gehabt. Das ist Destiny. Destiny, der Walhai, der nicht weiß, dass er ein Walhai ist. Irgendwie eine Identitätskrise hat oder so. Ach, die kenne ich leider nicht. Das ist eine Robbe, würde ich mal schätzen. Ein Stück Seegras. Ah, wie cool. Das sieht so aus, als würde Dory da ihre Verwandten schon gefunden haben. Kein Spoiler-Alarm. Hier vorne haben wir natürlich noch Marlin mit Nemo natürlich hier hinten dran, mit der kleinen Glücksflosse, die ja etwas zu kurz geraten ist. Und das sieht ein bisschen aus, entweder wie ihre Kinder, Nichten, Enkel, irgendwie auf jeden Fall was Jüngeres, denke ich mal. Oder? Vielleicht habe ich auch nicht recht. Keine Ahnung. Und das hier ist eine, ich denke mal, ein Haus von einem Fisch oder so. Könnte sein. Denke ich mal. Oh. Da kriegt man richtig Bock irgendwie auf den Film. Aha, das ist auch ein neuer Charakter, der auch in den Ü-Eiern vorkommt. Das ist Baby. Denke ich mal, ne? Sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie der Baby. Aber das war doch ein Delfin eigentlich, oder? Nicht? Bin mir gerade nicht so sicher. Aber das sind immer am Anfang diese halb durchsichtigen. Das ist bestimmt auch wieder sowas, was man so aufkleben kann auf so eine freie Fläche oder so, sah es auf jeden Fall aus. Das gab es nämlich auch bei der Eiskönigin, habe ich gesehen. Das müssen wir uns da auch nochmal angucken, wenn ich die ja einklebe. Das sieht aus wie Herr Rochen, oder? Hier unten ist, glaube ich, Nemo und sieht aus wie Herr Rochen, der Lehrer. Na, wie cool. Ob das Dory ist, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es Dory. Ist wieder so ein runder Aufkleber. Und hier haben wir schon wieder Destiny. Ich glaube, das ist auch so ein runder. Ja, stimmt, das sieht man hier. Das ist auch so ein runder Aufkleber. Haben sie mich unten. Und vielleicht Herr Rochen, vielleicht auch ein anderer neuer Charakter. Haben sie sich mal wieder ein bisschen andere Formen ausgedacht. Ich mag das ja immer, wenn die nicht alle so gleich sind. Haben schon den dritten. Boah, der sieht ja geil aus. Boah, das ist ja, das ist gar kein Glitzersticker, das ist ein Blasensticker. Wie cool ist der denn? Boah, sieht man das? Hier sind ganz viele Blasen, die sich überall so, als ob man durch so eine Seifenblasen durchschaut. Ich denke mal, das ist entweder Nemo und etwas größer oder es ist noch Marlin, der Papa. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Doppelsticker. Die sehen richtig gut aus. Aha, das sind die, ja, denke ich mal, wahrscheinlich Destiny, Dory und Nemo und Marlin in, ja, in so einem Doppelsticker. Unten kommt dann wahrscheinlich noch was. Das dürfte eigentlich da oben Nemo sein und hier unten wieder der Papa. Geht der da oben noch weiter? Nee, geht nicht weiter. Ach, den kennen wir natürlich schon mittlerweile. Den habe ich so oft gehabt in den Ü-Eiern. Hank. Honk, Frank. Nein, Hank ist das natürlich. Und oh Gott, die arme Dory ist in der Kaffeekanne. Warum das? Na, das werden wir alles noch rausfinden. Oh, und die beiden zusammen. Marlin und Dory. Verbindet ja eigentlich eine gute Freundschaft mittlerweile. Durch diese ganze Reise, die sie da auf der Suche nach Nemo zusammen verbracht haben. Boah, schon wieder so ein cooler. Das sind keine Glitzersticker dieses Mal. Es gibt keine Glitzer. Es gibt Blasenblubbersticker oder so. Das ist wieder Bailey und Destiny, schätze ich mal. Wieder so ein Doppelsticker.
Otter. Ja, das, die scheinen auch eine Rolle zu spielen. Otter in der Muschel. Keine Ahnung, was sie dann da machen. Und komisch, ja, diese Robben haben wir auch schon gesehen. Kenne ich auch noch nicht. Oh, und Dori, denke ich mal, ist wieder ganz völlig verwirrt auf der Suche nach irgendwas. Steckt die da in einer... Wo steckt die denn da drin? Das sieht so aus. Was hat die denn da? Hm, keine Ahnung. Und nochmal Dori. Oh Gott, ich finde, die sieht so süß aus. Gibt so viele süße Bilder von Dori. Oh nein, es ist schon das letzte Tütchen. Bisher, glaube ich, keinen doppelten. Richtig cool. Ich habe mir auch schön durcheinander welche rausgesucht, muss ich sagen. Ich habe die immer so einen von vorne, einen von hinten, in der Mitte. Bailey wieder. Die will scheinbar nicht hinhören oder so. Ist das eigentlich eine Sie? Ich glaube, ja. Warte, ist da unten? Nee, da ist oben. Oh. Da sind sie hinter dem Herrn Rochen oder so. Rennt sie, schwimmt sie her. Einfach schwimmen. Weiß ich nicht, wie der heißt, ob das der Kleine ist von der Schule, den Nemo damals da kennengelernt hat. Hier haben wir einfach nur eine Muschel. Oh, jetzt haben wir doch mal ein Doppeltier. Der ist doppelt. Ah, ist wieder so ein Runder, wenn man das sehen kann hier. Zweimal eine Robbe. Ja, das war's schon. Das waren schon fünf. Oh, ich bin voll traurig. Schon voll vorbei. Oh, naja. Es kommen ja mehr. Es kommen mehr. Das war jetzt nur so ein kleiner Geschmacksteaser. Hä? Ein kleiner Teaser auf die neue Serie Findet Dori. So sehen sie überhaupt von hinten aus. Kann ich aber auch mal kurz zeigen. Findet Dori auf Deutsch mit IE, auf Englisch Finding Dory mit Y hinten geschrieben. Da bin ich doch sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sticker es letztendlich gibt. 147 sehe ich hier schon den höchsten. Also das wird auf jeden Fall um 148. Da gibt es bestimmt wieder so um die 150 Sticker. Schätze ich mal. Ich freue mich mega auf diese Reihe. Und ich habe gehört, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich sogar noch Harry Potter geben wird. Das wäre richtig cool. Das werde ich mir auch auf jeden Fall hier, werde ich auf jeden Fall hier auspacken, wenn es das geben sollte. Ja, sagt mir doch, ob es euch gefallen hat, ob ihr euch auch so mega freut auf den Film wie ich. Und dann dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen da lassen. Ich bin wieder so großzügig. Nein, ich freue mich über jeden Daumen, den ihr mir da lasst, damit ich halt auch weiß, ob es euch gefallen hat. Und dann freue ich mich besonders, weil ich ja dann weitermachen kann mit den nächsten Aufklebern, die noch kommen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Kostenfrei, kostet nichts, einfach nur auf den Knopf draufklicken. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.